Hatschi. Warum sagt man nach dem Niesen Gesundheit? Bis zu 5 Meter weit und 180 Kilometer schnell schießen Tröpfchen oder Pollen oder Fremdkörper beim Niesen aus unserer Nase. Polle, darunter leide ich gerade. Eine Mini-Explosion im eigenen Gesicht, also ausgelöst durch Luftdruck. Eine Abwehr von Fremdkörpern, was ja bedeutet, dass wir überhaupt nicht krank sind, sondern Krankheit mehr noch verhindert haben. Doch warum sagen wir denn Gesundheit? Und warum sagen wir es nicht, wenn jemand hustet und tatsächlich Gesundheit gebrauchen kann? Ja, warum? Weit vor unserer Zeit glaubte man an eine Seele, die sich in unserem Atem befindet. Atman nannte man die. Und deshalb lief man laut der indoeuropäischen Vorstellung beim Niesen Gefahr, die eigene Seele zu verlieren. Die Menschen schufen sich deshalb eine Zauberformel, die das Unglück verhindern sollte. Die alten Römer reagierten mit Jupiter schütze dich. Und in Gebieten des heutigen Deutschlands rief man anstelle dessen Helf Gott. Da Niesen in anderen Ländern häufiger als Unglückszeichen gilt, hat sich das God bless you etabliert. In Japan sagt man hingegen gar nichts, weil das Niesen ähnlich dem Schluck auf lediglich bedeutet, dass ein anderer gerade von einem spricht. Doch das ist ja auch noch immer keine Gesundheit. Der Ansatz hierfür geht tatsächlich auf die Zeit der Pest zurück. Die Menschen waren der Meinung, dass sich die Seuche mit einem simplen Nieser ankündigte. Die einzige Möglichkeit, das Ruder rumzureißen, Gesundheit hinterher zu wünschen. Ein Aberglaube, der sich bis heute manifestieren konnte. Wusstet ihr, dass sogar die Amerikaner neben God bless you häufig das deutsche Gesundheit sagen? Allerdings ist dies eher in höheren Kreisen üblich. Unter deutschen Aristokraten hört man ja auch seltener ein Entschuldigung als ein Pardon. Tja, naja, ich leide zurzeit unter Polle, deswegen muss ich öfter niesen. Mir wünscht irgendwie keiner Gesundheit. Ich habe das Gefühl, das ist out. Leidet ihr auch an Polle? Schreibt mir das doch einfach mal in die Kommentare, auch wenn ihr ein Gegenmittel gefunden habt. Tja, naja, das war's auch schon. Also dann...